Muss mal kurz gucken, wo der Button ist. Moin Moin, irgendwo die Kamera ist. Moin Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Bin mal gespannt. Ich habe das Mikrofon heute sogar zu mir herangeholt. Ich dachte, mal kurz gucken, wo der Button ist. Moin Moin. Okay, ja, gut, alles klar. Ich finde meine Stimme immer grausam im Stream. Also, ich wollte schon die letzten Tage online kommen, aber ja, es hat immer nicht geklappt. Und ich habe gedacht, ich sage euch heute mal Bescheid. Es ist jetzt nun, ich habe gerade nachgeguckt, es ist tatsächlich schon 3 Wochen her, wo ich gestreamt habe. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendjemand eine Erklärung schuldig bin, Moin Rumpelstilzchen. Aber ich habe mal gedacht, ich lasse mal ein kurzes Feedback da, weil ich schon. Ich finde es blöd gegenüber meinen Zuschauern, meine treuen, treuen Leute hier. Und ich bin auch so dankbar über das Feedback über Instagram, das ich gepostet habe. Ja, mir geht es nicht so gut. Und nein, es ist nichts passiert. Es ist schon was passiert, aber nicht so. ja, über das positive Feedback von euch und euer Verständnis vor allen Dingen. Irgendwie bekommt man das mit, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern auch bei anderen oftmals. Ich glaube, es ist immer so ein großes Thema. Ich wurde auch schon mal darauf angesprochen im Stream und ich habe es immer so ein bisschen verdrängt oder verneint. Ja, ich bin voll in eine Depression reingerasselt und das ist nun mal Tango, der Sache. Und diesmal habe ich es richtig krass gemerkt und ich bin so ein Typ, viele kennen mich, viele wissen das, dass ich den Winter hasse. Und es war gar nicht mal zu einer Zeit, wo das Wetter jetzt so arg schlecht war, weil es war ja ziemlich gutes Wetter, auch den ganzen Oktober, es hat ja die Sonne geschienen und so. Aber darum ging es gar nicht. Ich habe gemerkt, es geht wieder in diese Zeit. Und ja, ich bin dann so ein Mensch, der komplett abschaltet und auch, ich hoffe, das Mikrofon ist okay. Ich bin dann eben halt so, dass ich mich zurückziehe und halt mit niemandem reden möchte. So. Und ich glaube, das ist bei einigen so. Ich kenne da noch so ein, zwei Fälle, das ist genauso. Aber ich habe jetzt nur ein gewisses Alter erreicht und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass es so krass war. Und ich glaube, so ein Thema Therapie und so weiter und so fort ist immer so eine Sache. Ich habe schon so meine Erfahrungen in meinem Leben gesammelt, aber es ist also es gibt gewisse Dinge, wo ich mich eher nicht so drauf einlasse und weil ich da eben halt nicht so gute Erfahrungen auch gemacht habe. Aber ich habe jetzt einen Ort für mich gefunden, wo ich mit mehreren Personen reden kann, sag ich mal, was mir echt gut hilft. Und in diesen 3 Wochen bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so ein Rauf und Runter. Es passiert sehr viel in meinem Kopf und es legen sich gewisse Schalter um. Ich habe immer sehr, um euch das mal verständlich zu machen. Danke dir, Rumpelstilzchen. Alles gut. Es geht mir schon wieder besser, muss nicht. ich habe meistens die Depression nicht lange, darum geht es nicht. Aber ich habe halt für mich im Leben gemerkt, dass ich grundlegend was ändern muss. Weil das Leben, was ich mir gebettet habe, was ich mir zurechtgelegt habe, ist für mich ganz cool so. Aber es gibt gewisse Dinge, die tue ich natürlich nicht so gerne, wie zum Beispiel Videoschneiden. So, da drücke ich mich dann immer vor drum. Wenn ich dann dabei bin, dann geht's wieder. Aber ich habe gemerkt, dass ich viele Dinge tue, einfach nur aus Alltag und weil es sein muss. So als Verpflichtung. Und ich habe mich selbst oft sehr viel unter Druck gesetzt auch. Und dann habe ich einfach meine Woche einfach nur das getan, was ich wollte. Außer gewissen Verpflichtungen natürlich, ne? Aber ich habe für mich festgestellt, im Moment kriege ich Streaming und Videoschneiden nicht so gut runter. Unter, meine ich, unter. Also von der Zeit jetzt her. Aber ich möchte es nicht komplett aufgeben. Also ich möchte hier, ich weiß, dass vielleicht heute nicht alle zuschauen werden oder nicht alle da sein werden vielleicht, weil ich auch nur einen gewissen Zeitraum jetzt online bin. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit online. Aber ich möchte den Leuten mit auf den Weg geben, dass ich definitiv nicht weg bin. Also ich komme definitiv wieder und ich hoffe natürlich für euch auch demnächst wieder. Mein Küchencontent soll ja auch noch weiterlaufen. Ich habe neue Dinge und so weiter und so fort vorbereitet. Also es läuft im Background auch weiter.
Aber es wird definitiv noch eine gewisse Zeit dauern, bis ich mit mir da so im Reinen bin. Es ist halt sehr schwierig. Ich habe jetzt sehr viel nachgeholt. Dinge, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Und die hole ich jetzt nach quasi. Papierkram. Lebensversicherung, notariell beglaubigen lassen. Patientenverfügung, all so eine Sachen hole ich jetzt nach, so, ne? Die habe ich immer Jahre so vor mir hergeschoben und jetzt mache ich alles, jetzt ziehe ich alles durch. Ich gehe eine Person besuchen, mit der ich auch schon seit Jahren drüber rede, dass ich das tue und nie gemacht habe. Jetzt gehe ich sie demnächst besuchen. Ich rede mit Personen, mit denen ich jetzt auch gerade schon 4 Jahren keinen Kontakt habe, aber die kenne ich schon über 20 Jahre. Also es ist auf jeden Fall, also interagiere im Moment mit meinem engsten Kreis sehr viel, weil auf jeden Fall. Dankeschön, Rumpelstilzchen. Obwohl du meistens, ihr seid immer nur zu kurz da und haut dann wieder ab. Seid immer nur am Zocken. Ja, das ist auch so ein Thema, Zocken. Ich habe mich ja offline auf der PlayStation gestellt, aber ich habe festgestellt, im Moment bin ich da überwiegend online, um zu reden. Bin noch nicht mal großartig am Zocken. Im Moment habe ich noch nicht mal Bock dazu. Ich habe keinen Bock, Fernsehen zu gucken. Es gibt viele Dinge, wo ich im Moment gar keine Lust drauf habe. Es gibt aber auch viele Dinge, die ich gerade erledige. Und ich muss halt gucken, wohin es geht, ne? Der Weg. Ja, Rumpelstilzchen, wenn du dich als engster Verwandtenkreis so dazu zählst. Aha. Nein, Spaß. Ja, ich weiß. Nebenbei am Zocken, sag ich doch. Ah. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die mussten ausgesprochen werden, kann man auch nicht so sein, aber es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die ich für mich, wo ich sehr unzufrieden bin, die ich auch ändern muss, eindeutig. Wo mir meine. Ich weiß immer nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe schon überlegt, was erzähle ich denn heute überhaupt? Aber es ist schwierig, alles so zusammenzufassen. Das ist wirklich echt. Vor allen Dingen, weil es mir in jeder Woche im Moment jetzt anders geht. In der einen Woche geht das, in der anderen Woche geht das. Also wenn ich euch jetzt wirklich was von mir wirklich sehr, sehr Persönliches erzählen sollte, was sich jetzt zum Beispiel verändert hat in diesen 3 Wochen, das ist aber auch wirklich sehr persönlich. So viele Details werde ich von mir nicht erzählen, weil ihr denkt immer, ihr wisst viel, aber es ist nicht so. Ich habe zum Beispiel mein Leben immer sehr abhängig gemacht von Tutti. Wer Tutti nicht kennt, das ist mein verstorbener Hund von 2020. Es ist jetzt fast schon 2 Jahre her. Und noch eine andere Person, die für mich ein Familienmitglied ist. Ja, und von diesen 2 Personen habe ich mein Leben abhängig gemacht. Und das habe ich auch so gefühlt. Und wenn man danach lebt, dann macht man grundsätzlich natürlich alles falsch. Man soll natürlich, wenn jemand verstorben ist, ob es jetzt ein Hund oder ein Mensch ist, die Person nicht vergessen, aber man sollte sich selbst danach nicht aufgeben. Und das habe ich definitiv getan. Und ich habe immer gedacht, dass ich den Tod von meinem Hund nicht verkraftet habe. Habe ich gedacht. Aber nein, es liegt an was ganz anderem, also an ganz anderen Dingen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo sich bei mir jetzt auf einmal so ein Schalter umgelegt hat und ich habe es komplett abgelegt. Ich fühle mich dadurch enorm, als wäre ich total irgendwie, als wäre mir ein Stein vom Herzen fällt. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich sie vergesse, aber ich habe, wie gesagt, mein Leben von ihr abhängig gemacht und ich habe mich dadurch kaputt gemacht. Dankeschön. Ich habe meine Haare frisch gefärbt, geschärft, genau, ja. Und sie sind nicht gewaschen. Ah, wie geht's dir denn, Rumpelstilzchen, überhaupt? Ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise teile ich mich ja, oder ich hätte damit kein Problem, auf Instagram mich mitzuteilen im Moment. Aber ich habe im Moment gar keinen Bock auf Instagram. Also manchmal, wenn ihr wüsstet, wie im Moment mein Rhythmus ist, das würdet ihr gar nicht verstehen. Also ich gehe manchmal schon so um 20 Uhr pennen. Was kein Mensch verstehen kann, aber ich bin dann wirklich richtig müde und stehe dann aber so um 2, 3, eigentlich ist so die feste Zeit immer so 4 Uhr morgens auf. So. Und dann denkst du dir natürlich so, ja, was willst du denn jetzt um 4 Uhr aufstehen? Hä?
Macht gar keinen Sinn. Ich bin dann aber wirklich fit und könnte dann sofort, yay, aufstehen. So, nee. Und dann, früher habe ich ja meistens immer im Bett gelegen, dann noch morgens und Instagram geguckt. Auf Instagram habe ich im Moment gar keinen Bock. Warum auch immer. Weil in meinen Lieblings-App. Jetzt gucke ich TikTok. Und dann hänge ich dann eine Stunde im Bett, TikTok, mache mein Handy wieder aus und gehe pennen wieder. Absolut krank. Obwohl TikTok ist also echt bedauernswert, ne? Also reden wir mal nicht drüber. Beschissen bis hoffnungslos. Also so wie bei mir. Erzähl mal rum, wie steht's denn? Ich weiß nicht. 3 Wochen von euch nichts mehr gehört. Ja gut, ich bin jetzt spontan live gegangen. Ich habe es nicht angekündigt. Ich habe es mit Absicht so gemacht, weil ich wollte eigentlich schon das ganze Wochenende, wie gesagt, online kommen und mal so einen kleinen Stream machen. Aber ich mache, weiß ich brauche echt einen Filter. Du, ehrlich, das ist ja furchtbar. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich es dann ankündige und dann nicht online komme, ist auch wieder scheiße. Also habe ich gesagt, okay, gut, komm, so spontan online und yalla, let's go. Ach so. Naja, gut, okay, man hätte mich auch erreichen können über Discord oder, keine Werbung hier, ne? Discord oder, ja, Discord. Bei Twitch kriege ich ja, ich meine, keine Benachrichtigung. Gibt ja auch Leute, die haben noch meine Nummer. Da gab es auch jemand, der mich angeschrieben hat und gefragt, wie es mir geht. Aber ja, ey, es ist, wie gesagt, wenn ich vorgehabt hätte, und natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber ich entscheide, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich eine Entscheidung und die will dann wohl überlegt sein. Und wenn ich entscheide, nicht mehr zu streamen, weil es gibt ja viele, die hören dann auf einmal so auf, ne? Und ich finde, das wäre scheiße. Also ich finde, das wäre auch nicht nett gegenüber der Community so. Also wenn ich wirklich abtrete, dann trete ich auch vernünftig ab und dann lösche ich auch meinen Kanal. Aber nein, wird nicht passieren. Ich hau nicht so schnell ab. Will mich nicht aufdrängen. Alles gut. Ey, Puppe, gib mal Nummer. Ja, dir würde ich dir meine Nummer auch geben. Aber Mod wirst du trotzdem dadurch nicht. Wozu? Wozu? Meine Meinung ändert sich da nicht. Ah. Mich ärgert es auch, dass ich so eine Dinge schleifen lasse, wie die Kamera und so weiter und so fort. Und aber ich habe im Moment zu viele andere Baustellen gedanklich, die ich erstmal bewältigen muss, so wie das, was ich gerade erzählt habe. Und dann befasse ich mich erst wieder mit dem Stream und der ganzen Sache. Also es kann sein, dass ich sage, was weiß ich, spontan, ich komme morgen live wieder. Wird wahrscheinlich nicht passieren, macht euch keine Hoffnung, aber ich werde das jetzt im Moment spontan entscheiden. So lange, bis ich dann wieder richtig im Flow bin und dann wird wieder konstant, weil ich bin ein Typ eher, der sagt, okay, gut, wenn ich jetzt dreimal die Woche streame, dann halte ich mich auch dran. Ihr wisst ganz genau, Sonntag bin ich immer pünktlich, meist pünktlich wie die Uhr, um 12 Uhr da. Und so ein Mensch bin ich auch und auf mich ist da immer Verlass. Also das sollte sich auch nicht ändern, ne? Nein, nein. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Keine Ahnung. Nein, es gibt da viel zu erzählen, aber das ist ein unangenehmes Thema auch, ne? Ich meine, wer redet darüber gerne? Ich bin ja so ein Mensch, ich gucke eigentlich die ganze Zeit, wenn ich gucke ja kein, wie gesagt, kein Fernsehen, aber ich gucke hier YouTube, ne? Und da kriege ich mal dann auch so eine Dinge mit. Ja, weil ich es gesagt habe. Man kriegt dann, wie gesagt, auch so Dinge mit, wo manche Leute dann sagen, ja, ich habe gerade eine schlechte Zeit und so. Und Depression ist so ein großes Wort, finde ich, weil jeder ist da irgendwo anders unterwegs, finde ich.
Also ich weiß definitiv, wie ich es nächstes Mal anders mache. Das ist schon mal klar. Im Moment mache ich alles fertig. Auch die wirtschaftliche Lage beschäftigt mich sehr viel in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen umgestellt. Pflänzchen neben mir, hinter mir ist neu. Ich habe oben neue Stecklinge gemacht. Für die Pflanzenfans. Jetzt neben mir wächst immer noch nicht da. Ja. Das habe ich auch mal getan, ja. Das war auch keine gute Idee. Aber ich scheine nicht so ganz alleine zu sein, wenn Weihnachten ist und wenn man im Auto sitzt und dann so Weihnachtssongs hört und man dann irgendwelche komischen Gedanken hat mit Menschen und so. Ich weiß nicht, ob ich das hier so äußern darf, deswegen sage ich es nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist gerade komisch, dieses Thema gerade anzuknüpfen. Mache ich noch jetzt auf? Ja, genau, da ist es nämlich das der springende Punkt. Man braucht ein Ventil. Ach, scheiß Weihnachten. Mich juckt Weihnachten nicht mehr. Das ist genauso wie zum Beispiel jetzt, wo ich aufgehört habe, das Stream und Halloween jetzt. Ne? Da habe ich auch überlegt, ja, ich habe mich immer verkleidet und ich habe mal den Kochstream gemacht und so weiter. Dieses Jahr habe ich dieses Halloween-Feeling gar nicht gehabt. Gut, okay, dann kam das jetzt noch mit dazu, aber Weihnachten ist für mich kein Weihnachten mehr, so in dem Sinne, wie es früher mal war. Deswegen ist mir Weihnachten eigentlich auch, ehrlich gesagt, egal. Aber jeder hat da ja anderen Bezug zu, ne? Ich überlege gerade, wie es letztes Weihnachten war. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich in Stress ausgeartet, weil ich weiß, dass ich da noch auf jeden Fall mit Thoras eine Party schnacken wollte und ich kam ziemlich spät irgendwie. Alles? Aber machst du nichts mit Family und so? Und wie steht's in? Für mich war es immer so eine Familienangelegenheit. Ne? Ich meine, okay, Ostern ist ja auch eher für Kinder. Ich habe das damals mit meinem Ex immer noch so gemacht, auf Spaß mit Eier verstecken und so. Ich glaube, jetzt sind wir dann doch schon zu alt dafür. Nur das Nötigste. Für mich ist es immer ein super Familienfest gewesen, so dieses Beisammensitzen und dann was Nettes essen und so weiter. Fand ich schon immer toll. Aber da das bei mir nicht mehr der Fall ist, findet das auch nicht mehr statt. Heute habe ich mal die Bananenmilch rausgeholt. Ja. Ich weiß nicht, der Livestream ist echt was anderes. Also ich unterhalte mich im Moment sehr wenig mit anderen Leuten über so welche Dinge eigentlich. Eher Belangloses, ne? Oh, du hast ein neues. Was ist mit deinem Tattoo-Projekt? Das ist eher die Frage. Hätte ich genug Geld, würde ich auch noch eins machen, aber ich spare immer noch für den Urlaub nächstes Jahr. Wie gesagt, Wirtschaftskrise, ne? Also. Es ist wirklich echt hart, ne? Ich meine, ich kriege das von vielen Leuten so nebenbei mit. So die normal arbeitenden Leute. Und ich glaube, das Problem hierbei ist eigentlich. Oh, super. 11.12. Ich wollte gerade sagen, du hast doch schon ein Aquarium. Und warum das zweite? Ich glaube, dass das Problem ist bei den meisten Leuten, die kotzen sich immer alle bei mir aus. Und ich habe es definitiv für mich jetzt auch gemerkt. Man führt sein normales Leben so weiter, aber es geht nicht, weil es wird alles teurer. Und ich merke, dass ich mittlerweile anstatt, ich sag mal so 20, 30 Euro, weil ich vorher die Woche immer Essen einkaufen, jetzt mittlerweile bin ich schon bei 40, 50 Euro. Und das macht sich schon die Woche bemerkbar. Ich meine, es sind 40 bis 60 Euro, sag ich mal, so für mich im Monat mehr, ne? Die ich nicht mal eben so locker übrig habe. So, und so läuft es bei den anderen auch. Nur drastischer eigentlich noch, weil die vielleicht noch manchmal Kinder haben und so.
Die Leute tun mir schon leid, aber andererseits auch ein bisschen blöd, dass man sich da nicht mal Gedanken zu macht, ne? Es ist jetzt die Frage, da muss man vielleicht da einsparen, da muss man vielleicht da was ändern und so, aber wir können nun mal, es sei denn, wir zünden hier vielleicht mal irgendwas an oder so. Nein, das darf ich nicht sagen, aber nein, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Aber das Ding ist, ich kann jetzt in meiner Position nichts ändern. Das heißt, ich muss mich dem anpassen. Passt mir auch nicht. Oder ich tue etwas mehr dafür, dass ich mir was mehr leisten kann. Ne? Es gibt nur diese Option. Was anderes gibt es nicht. Aber es ist natürlich schon jeden Tag ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das ist schon heftig. Vor allen Dingen, oh, da möchte ich euch noch mal was erzählen. Ja, ich weiß, dass du die liebst, aber hätte ja sein können, dass du da ein anderes Projekt hast im anderen Aquarium. Ja, da würde ich ihr lieber tauchen gehen. Mit den Fischen. Ich weiß nicht, ich bin eher so für Hunde und Streicheln und so. Das Aquarium ist zwar schön anzusehen, aber es wäre nicht mein Hobby, dass die Pflege und so. Ich weiß, dass es sehr aufwendig ist und so. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich habe mich letztens mit einer Person unterhalten. Und ich war sehr schockiert. Ich war wirklich sehr schockiert. Also, ihr wisst es jetzt vielleicht nicht. Ich wusste es auch nicht, weil ich da halt selten bin, bis gar nicht. Aber ich bin ja aus Frankreich, so. Und seitdem ich lebe, war Frankreich in allen Dingen immer teurer. Ob es nun Lebensmittel war, ob es nun Steuer war, ob es nun Benzin war. Ich nenne jetzt mal die größten Dinge so, ne? Es war immer teurer. Nun ist der Zeitpunkt angekommen, wo es sich umgedreht hat. Und das habe ich in meinem ganzen, ich sage mein Alter mit Absicht nicht, aber manche wissen es ja, wie alt ich bin, das habe ich in meinen ganzen Jahren, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass Frankreich billiger ist als Deutschland. Was sagt uns das? Hier läuft irgendwas nicht richtig. Definitiv. Es hat mich so schockiert. Sorry, aber. Ein Südamerika-Biotop. Oh, da müsste ich nachgoogeln, ne? Also, was ist denn das überhaupt? Südamerika-Biotop. Das ist bestimmt eine Anordnung der Fische oder die Fischart oder das Wasser. Wenn man das nicht Biotop aussprechen würde, wäre es Biotop. Das Biotop. Okay. Ich google ja gerne nach, ne? Geht es um die Bepflanzung? Weil ich, wenn ich die Bilder so sehe, sehe ich sehr viel mit Pflanzen und so. Ah, aus einer bestimmten Region. Aber ist es Süßwasser oder Salzwasser? Ich habe keine Ahnung. In aus welcher Region dann? Muss mal, Moment, ich komme mal. Süßwasser. Aber ist das nicht komplizierter? Moment mal, ich muss mal eben kurz mein Fenster zumachen. Entschuldige mich. Ich traue dem noch nicht so ganz. Irgendwie ist die Spinnen-Episode gerade vorbei, aber nee, ich traue den Biestern immer noch nicht über den Weg. Amazonas. Ist das nicht das, ist da nicht die Diskussion gekommen wegen bei Monte auch mit den Fischen? Dieser Doktorfisch und keine Ahnung was? Ich habe gar keine Ahnung. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich kenne nur Findet Nemo. Und das ist auch schon lange her, dass ich den Film geguckt habe. Salzwasser. Ach so. Ja, da ich so gut wie keine Fischarten kannte, also nicht viele zumindest, diese
Goblins oder wie heißen die, Welt und keine Ahnung was. Aber da, ich muss den Fisch dann sehen, um zu wissen, so, ha, okay, ja, den kenne ich vielleicht. Nachzuchten. Oha, ja gut, okay, das ist dann ja gut. Aber am schlimmsten sind eigentlich die Exoten, die importiert werden, denke ich mal, ne? Ist ja immer so in jedem Falle. Wenn Tiere importiert werden, ist es immer scheiße. Ich habe letztens. was heißt letztens? Gestern. Ich sage immer letztens, ne? Gestern hatte ich den Lino zu Besuch. Und es war Flohmarkt hier im Ort. Und deswegen hat er mich dann spontan gefragt, kannst du aufpassen und so weiter. Weil er da einen Stand hat. Und ich sage ja, wann kommst du denn vorbei? Ja, um 5 Uhr. Ich sage, passt ja, ich stehe eh um 4 Uhr auf. Also. Naja, dann kam der Hund und dann, ja, ich war schon Gassi und so. Ich sage, nee, ich gehe jetzt trotzdem eine Runde. Eine Runde frische Luft, es tut auch ganz gut, ne? Und ja, Windfang, das ist immer so eine Sache. Wildfang. Ja, genau. Das meine ich nämlich. Und dann so Zierfische, die dann rausgenommen werden aus exotischen Ländern und dann eben halt Wildfang, das ist dann fies, so, ne? Die kippen dann, oder wie man das nennt, ne? Und ich bin dann mit dem Hund spazieren gegangen. Geht immer runter, die Leiste. Ich bin dann mit dem Hund spazieren gegangen. Auf unserem, hier nebenan ist so ein Sandweg. Ich wollte die Farbe eigentlich ändern. Aber ja. Nö. Hier dann so spazieren und es war natürlich stockduster. Da sind auch, glaube ich, nee, da sind keine Laternen und nichts. Und es war so leichte Dämmerung. Also ich habe noch was gesehen, ne? Im Moment sehe ich ohne Brille irgendwie komischerweise. Sobald ich die einmal aufgesetzt habe, sehe ich danach schlecht. Also deswegen trage ich sie heute auch. Und da sehe ich auf einmal, ich war jetzt nicht sicher, ist es jetzt ein Wildschwein oder ist es ein Waschbär? Aber ich nehme an, es war ein Wildschwein, weil hier sind eher Wildschweine. Es ist dann da auf dem Weg. Bup, 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 und schnell ab wieder ins Gebüsch. Und der Hund natürlich. Oh, der wollte natürlich direkt hinterher. Und ich dachte nur so, oh nee, vielleicht doch nicht. Naja, ich bin dann da lang gegangen und es ist auf jeden Fall nicht wieder rausgekommen, das Tier, was auch immer es war. Aber einen Schrecken habe ich trotzdem bekommen. Ich meine, eigentlich sind die eher recht scheu hier. Und meistens sind es eher Rehe als Wildschweine, aber da hier ein Kinderspielplatz ist, wo die Mütter auch gerne mal Essen vergessen, ist ja klar, dass dann die Tiere da hingehen, ne? Ist zwar nicht so prickelnd, aber ja, die suchen sich auch nur ihre Nahrung. Du gönnst dir aber auch Rumpelstilzchen. Was ist Thema Auto? War da nicht mal was? Geh mal, Mikrofon komm hier. Hattest du nicht auch ein Auto bestellt? Wieder? Ich kenne hier nur Leute im Stream, denen es eigentlich, glaube ich, gut geht, ne? Ich muss für meinen Urlaub sparen. Und im nächsten Jahr will ich auch eine neue Kamera endlich mal. Nicht dieses billig Ding, Dungs, Dangs. Wenn ich die Qualität hier sehe, krieg ich Herpes, ehrlich. Ich glaube, ich sollte mich dann auch mal anfangen zu schminken im Stream oder so, wenn ich keinen Filter benutze. Weil heute habe ich mich nicht geschminkt, heute komme ich so. Einfach im Stream ist mir scheißegal, aber. Ja. Ich vergesse immer so viel, das ist das Problem. Ja, und wann kriegst du denn dann das Aquarium? Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen soll, was noch essentiell wichtig ist. Wichtig ist, ich bin irgendwann wieder da. Und eigentlich möchte ich auch ganz gerne wieder zu Weihnachten Kekschen backen und so weiter und so fort. Aber im Moment merke ich auch, dass ich echt
nichts unter den Hut bekomme, zu wenig Freizeit für mich habe, so, ne? Heute irgendwie ist mir zu langweilig. Normalerweise hocke ich immer gern im Bett, chill da rum, gucke Fernsehen und so. Ich bin heute um 14 Uhr aufgestanden, ist für die meisten ja recht spät, ne? Aber dann hatte ich keinen Bock mehr im Bett zu liegen, obwohl ich hätte weiter liegen können. Ich hatte heute keine Verpflichtung, kein gar nichts, was ich hätte machen müssen, außer dass zweimal der Postbote geklingelt hat und das Paketbote, meine ich, und das war's. Also. Ah, du hast schon. Ja, kannst du machen. Ich gebe dir meine Nummer. Wobei. Ich bin da nicht so. Zinsen gefällt mir das wieder ganz gut, hier zu sitzen. So ist es nicht. Aber zocken will ich jetzt trotzdem nicht motivieren. Und ich weiß immer nicht, was labern die Leute irgendwann so. Ich bin jetzt eine halbe Stunde live. Ich habe jetzt schon alles erzählt. Was macht man denn so in Just Chatting sonst? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hunderte von Zuschauern habe, die mich jetzt volltexten oder so. Ich bin da nicht kreativ genug, glaube ich. Ich weiß schon manchmal nicht mehr in der Küche, was ich erzählen soll. Obwohl, da fällt mir immer komischerweise irgendein Klatsch und Tratsch ein. Weiß ich auch nicht. Ach ja, und ja doch, ich war bei meinen Nachbarn oben und es funktioniert immer wieder. Immer wenn ich ein Baby in der Hand halte, dann fängt es auf, also hört es auf zu schreien. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie so ein Magnet für, ne? Moin, Wally. Auch schön, dich zu sehen. Rumpel steht's im. Nee, 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 nee. Wie gesagt, ihr stellt euch das immer so leicht vor, ne? Ich bin da überhaupt nicht für empfänglich, ne? So wie ihr mich immer kennt. Denkt das immer. Aber es ist nicht so. Wie gesagt, ich gehe demnächst, es ist gar nicht mehr so lange hin, gehe ich eine Person besuchen, die ich noch nie vorher besucht habe. Aber ich würde es nicht wünschen, dass die Person mich besucht. Weil das ist wieder was anderes. Ja, weiß nicht, ich tue mich damit schwer. Sehr schwer. Wie geht's dir, Wally? Danke für deine Up-to-Dates ständig. Ja, ich fange mein Gelaber wieder von. Meinst du, ich weiß, was ich vor einer halben Stunde noch erzählt habe? Nee, ihr müsst mich kennen. Mein Gehirn reicht von 16:36 Uhr bis 16:37 Uhr. Stell dich nicht so an. Meine Erfahrungen waren da bisher immer nicht so gut. Das ist. Wie gesagt, ich habe keine körperlichen Einschränkungen. Alles gut. Also ich fühle mich wie eine Oma, aber das ist nichts Neues, ne? Ich habe das aus dem Rumpelstilzchen schon mal erwähnt und deswegen mache ich das ja auch nicht mehr. Immer wenn ich irgendwelche Leute getroffen habe online. Ja, nicht, dass das Ding so schief ist hier. Immer wenn ich Leute online getroffen habe, dann und dann in Real Life gesehen habe, dann wollten sie mich danach nicht mehr sehen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Deswegen bleibe ich immer so bei online. Ja, ich bin auch eine Oma, das stimmt. Im Gegensatz zu euch bin ich wirklich eine Oma, ja. Vielleicht komme ich an meinem Geburtstag online. Nee, eigentlich ist es ein Tag der Depression. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Also ich halte mich, Wally, zu dem Thema. Es ist auch ganz gut so, dass ich diese.
Naja, Verpflichtungen sind es ja auch nicht. Ich könnte ja auch immer Nein sagen, aber ich bin froh, dass ich immer hin und wieder Hundebesuch hier habe, weil ich würde sonst gar nicht rausgehen. Wenn du so gar keinen Anreiz hast, rauszugehen und irgendwas zu tun und so, dann gehst du auch nicht raus. Dann hockst du nur in der Bude, dann merkst du auf einmal, oh, es ist jetzt schon 16, gleich 17 Uhr und denk, ich war heute auch noch nicht draußen, aber ich werde gleich meine Mülltonne, glaube ich, mal reinholen. Mach dir erstmal einen Tee, genau. Da hat man keinen Anreiz. Und wenn man einen Hund hier hat, dann muss man rausgehen. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich finde es sehr vorteilhaft. Wäre jetzt für mich kein Aspekt, nochmal wieder einen Hund zu holen, aber in meiner jetzigen Lage wäre ich auf jeden Fall fähiger dazu. Definitiv. Aber nein, 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 nein. Man muss schon bedenken, dass ein Tier schon echt wirklich manchmal einschränkt. Und Holger ist auch nicht ein Leben lang noch da, also. Ich wäre froh, wenn er noch ein paar Jahre macht, auf jeden Fall. In meiner Bude ist es schon wieder stockduster hier und draußen ist es noch so im Stream zumindest noch hell. Und dabei sieht es nur hell aus, aber es ist nicht hell. Nein, das ist einfach nicht mein Wetter, ne? Ich bin ja schon froh, dass es morgens nicht mehr ganz so duster ist durch die Zeitumstellung, die ich übrigens gar nicht mitbekommen habe. Das war lustig. Ich wurde einen Tag vorher gewarnt und ja, wir haben doch jetzt Zeitumstellung und so weiter. Und ich wusste nicht wann, ich habe nicht nachgeguckt und so. Und am nächsten Tag unterhalte ich mich so mit Thomas. Ja, wurde doch die Zeit umgestellt. Ich sage, ach ja, gar nicht mitgekriegt. Ja, ich habe dann auf meine Uhr geguckt. Die einzige, die sich nicht umstellt, ist meine Küchenuhr. Aber der Rest stellt sich ja automatisch um. Da kriege ich sowas nicht mit. Nee. Ja, die kleine Therapie mit den Hunden, da hast du recht. Im Moment finde ich das ganz gut, dass mein Trupp gut aufgestellt ist. Wir können in den Fight gehen. Nee, sogar der Lino, der rotzefrech ist so ein unerzogener Köder, sage ich mal, in meiner Bude zumindest. Beim Herrchen glaube ich auch nicht viel besser. Selbst der, ich traue ihm zwar immer noch nicht zu 100%, aber selbst der hat sich gestern echt gut benommen hier. Hat keine Scheiße gebaut, gar nichts, hat sich gut benommen. Ja. Morgen sollte eigentlich die Ida kommen, aber Marie hat noch die Handwerker bei sich zu Hause. Das heißt, sie geht nicht arbeiten. Das heißt, brauchst du mir dann ja nicht zu bringen und so. Aber doch, ich bin schon ganz froh, dass es die Hunde gibt. Ja. Ich meine, es ist keine Notlösung, ne? Da würde ich nicht auf meine kleinen Vierbeine aufpassen, dann müsste ich mir definitiv eine Beschäftigung suchen, dass ich auch mal nach draußen komme. Weil das keine Lösung ist, den ganzen Tag in der Bude zu hocken, ne? Definitiv nein. Ich war sogar hin und wieder mal so, fange ich wieder mit Sport an? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, Yoga ist auch eigentlich eine gute Sache, will ich nicht sagen. Definitiv ist Yoga eine gute Sache, aber weiß nicht. Für mich ist das Problem, eigentlich müsste ich mehr Fahrrad fahren, weil meine Kondition ist ein Arsch. Ich kann hier ohne Probleme irgendwas stemmen oder irgendwas verschieben, hochheben und Kraft habe ich genug, aber Kondition, hör bloß auf, ey. Ich setze mich einmal aufs Fahrrad, fahre. Ich gehe ja trotzdem jede Woche einkaufen mit dem Fahrrad, was ja auch ganz gut ist, sonst würde ich mich gar nicht aufs Fahrrad setzen. Kann sie jedes Mal einen Krankenwagen rufen, ne? Das macht mich dann echt traurig, weil so alt bin ich ja nun auch noch hier, ne? Ja, eigentlich wäre Sport schon ganz gut, eigentlich so. Aber ich bin nun mal kein sportlicher Mensch und das war ich noch nie und das werde ich auch nie werden. Aber ja, es ist durch Spazierengehen. Kommt die Kondition leider auch nicht, ne? Da gehst du nur so. Was ich gemerkt habe letztens, bin ich. Auge juckt. Was ich gemerkt habe letztens, ist definitiv Treppensteigen. Alter Schwede. Da konntest du auch einen Krankenwagen. Das war also. Oh, alter Schwede. Ich bin 4 Etagen,
Ich glaube, das waren 10, 15 Stufen, sagen wir mal so ungefähr. Ich bin oben angekommen. Ich musste erstmal eine rauchen, ne? Alter. Oh, da ging die Pumpe. Aber sowas von. Nee, also furchtbar. Das ist natürlich demotivierend, ne? Aber naja, gut, wenn man den ganzen Tag auch nur rumhockt, dann ist das ja kein Wunder. Nein, ich tue ja schon so was. Man merkt das natürlich auch, wenn man, wo ich in der ersten Woche da, wo ich aufgehört habe zu streamen, wo ich nur zu Hause war, da lag ich nur im Bett. Okay, ich bin mit Hunden rausgegangen, aber das war nicht so viel. Da habe ich so mega abgebaut. Das habe ich schon gemerkt. Da bin ich eine halbe Stunde Gassi gegangen. Und ich war fix und fertig. Ne? Musste ich nämlich erstmal 2 Stunden wieder ausruhen. Und das ist, ja, mein Kopf wollte mehr als mein Körper definitiv. Das ist so ein Aspekt. Auf jeden Fall muss ich mir mehr in den Arsch treten. Und das ist immer der Kasus Knacktus. Ne? Also ich glaube, das ist, der innere Schweinehund ist ein wirkliches Biest in vielen Lebenslagen definitiv. Ja, das ist auch gemein. Ich weiß auch nicht, wie da die Leute durch Fitness irgendwie diesen Push kriegen und so geil auf Sport werden. Ey, nee, danke. Da bin ich raus. Mehr Bewegung macht mich nicht gerade geil, ey. Nee, absolut gar nicht. Ja, aber ich habe mir immer so kleine Ziele gesetzt, immer die Woche, so ich will das und das. Und man reißt sich doch anders zusammen, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und sich nicht wie eine Oma irgendwo hinsetzen will. Das habe ich definitiv gemerkt. Ich war letzte Woche oder so, war ich unterwegs, schwimmen. Ja, da hast du recht eigentlich. Ich müsste auch da mal mich wieder engagieren irgendwie. Sagte Holger letztens auch. Er wollte mir irgendwie was Gutes tun. Ich sage, nee, ich gehe nicht allein in die Sauna und mit dir schon mal gar nicht. Nee, nee. ja, Schwimmen ist eine gute Sache. Eigentlich schwimmen tue ich auch gerne. Du hast echt recht. Vielleicht sollte ich das mal angehen, rum besteht. Ich finde den Gedankengang finde ich gut. Vielleicht sollte ich demnächst mal schwimmen gehen. Ist echt so. Schwimmen macht auch Spaß. Also ich bin gerne im Wasser, zumindest. Nee, aber was ich meine, muss ich euch erzählen. In der Woche, wo ich mich so in der zweiten Woche, also letzte Woche war das ja, genau. Ich habe mir wegen den Hunden, also ich habe den Tipp bekommen, zu einem gewissen Sportfachgeschäft zu gehen, um mir Schuhe zu holen, die wasserdicht sind, weil mir das auf den Sack geht. Jedes Mal, wenn ich auf die Wiese morgens gehe, sind meine Turnschuhe klitschnass. Und dann laufe ich erstmal eine Stunde mit nassen Füßen rum. Bäh, ekelhaft. Und dann wollte ich halt nicht so viel Geld ausgeben für so Outdoor-Schuhe und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, geh doch da und dahin, da gibt es günstig Schuhe. Okay, dann bin ich losgefahren. Mitten in Hamburg. Es gab nur einen Laden, der nicht ganz so weit von mir entfernt ist. Ich lese gleich weiter und antworte. Und dann bin ich aber eine Station zu früh ausgestiegen, weil ich nicht genau wusste, wo der Laden ist. Ich kann das auch sagen, das ist in Wandsbek-Markt in Hamburg. Das wird euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen, aber die, die aus Hamburg kommen, die wissen, wo das ist. Naja, und dann war das halt eine Station mit der U-Bahn weiter, also Wandsbeker Chaussee. So, und ich hing dann da, war in diesem Einkaufszentrum und habe gedacht, ja, wo ist es denn jetzt nun das Geschäft? Habe ich Google angeschmissen und Google hat gesagt, 8 Minuten gehen. Und da ich eh nicht so körperlich fit war, habe ich gedacht, okay, gut, dann gehst du jetzt, weil ich nicht wusste, wo es war. Hätte ich gewusst, dass es bei der nächsten Bahnstation ist, wäre ich eine Station mit der Bahn gefahren. Naja, ich gelatscht, gelatscht, gelatscht und dachte so, ach du Scheiße, es ist immer weiter weg. Und 8 Minuten ist ja eigentlich nicht wirklich weit, ne? Es war so ungefähr über 1 Kilometer ungefähr so, ne? Dann bin ich bei diesem Sportfachgeschäft angekommen, die Rolltreppen hoch, habe mich da erstmal auf die Bank gesetzt. Und mir die Schuhe dann angeguckt. Und dann war froh, dass da eine Bank war. Ich war fix und foxy, schweißgebadet und hing dann da wie so eine Oma und habe dann die Verkäuferin angesprochen. Ich sag, können Sie mir vielleicht helfen bei den Schuhen und mich beraten und so? Ich war so froh, dass da eine Bank war. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, du reißt dich zusammen, wenn andere Leute dich angucken. Ich habe mich ja während des Gehens den ganzen Kilometer
habe ich mich ja nicht hingesetzt, ne? Es hört sich an, wie als wäre ich 100 Jahre alt, ey. Ja, Wolli. Also es hat schon in den paar Wochen schon mehrfach Klick gemacht, nur nicht genug in vielen Punkten. Aber ich warte noch darauf, bis so ein, zwei Punkte bei mir im Kopf dann noch weitergehen. Aber ja, same, fühle ich. Du gehst die Woche schwimmen, rumpelst jetzt hin. Wie kommst du jetzt eigentlich so drauf? Schwimmstreame. Ich glaube, da kriege ich auch eine ziemliche Schelle, wenn ich da eine Kamera anmache. Gar nicht machen, wenn ich allein bin, ja. Ich bin jetzt schon eigentlich mehr live, als ich gedacht habe. Eigentlich habe ich gedacht, ich komme so für 10 Minuten online, erzähle euch so ein bisschen, wie es mir geht. Und jetzt bin ich seit 47 Minuten online. Ich pimmel hier rum. Ah. Ich habe auch noch nie so einen Just-Chatting-Stream eigentlich so wirklich gemacht, ne? Ja, keine Ahnung, weil ich irgendwann auch nicht mehr weiß, was ich sabbeln soll. Was soll ich euch denn erzählen jetzt? Ich bin am Ende. Ja, ich kann euch so ein bisschen. Gestern war auch lustig. Ich war mit Holgerchen unterwegs. Holgerchen, mein Ziehopa, mein Ziehvater. Und Holgerchen geht immer ganz gerne in Hamburg in einem gewissen Laden frühstücken. Da gibt es auch die besten Eier. Das habe ich sogar mal im Kochstream erzählt, weil die haben so Bio-Hühner-Eier und die schmecken, Alter, nicht von dieser Welt. Die schmecken wirklich richtig gut. So, und dann sind wir dahin mit Sack und Pack mit drei Hunden. Waren zu früh da, also mussten wir nochmal im Park eine Runde drehen. Dann waren wir wieder zu spät da, weil der Laden dann schon proppenvoll war, nur mit Reservierung. Und was wir nicht wussten, es war Brunchtag. Und der ist da einmal im Monat und anscheinend war das das erste Wochenende, also das heißt gestern. Das stimmt von Bahn und dann. Nächstes Jahr, wenn ich gut drauf bin und das Wetter gut ist. Aber nicht in meiner Bude. Ha, nee. Ja, und wir uns dann dahin gesagt, ich sage, ja, das ist doch scheiße. Wollen wir jetzt à la carte bestellen oder wollen wir jetzt brunchen? Also brunchen, weiß nicht, ob ich so viel schaffe, ne? Oh, und dann haben wir gefressen. Dann ging's los. Alter, haben wir gefressen. Ich glaube, ich habe drei, vier Teller genommen und so, und aber auch nicht wenig. Und mich konnte so rollen danach, ne? Ich war so voll gefressen. Oh, Jesus Maria, war ich voll gefressen. Also das ging gar nicht, ey. Na, das sind wir noch zu Holger. Ich hab mir was gegönnt für den Winter, weil ich musste 110 € nachzahlen an Betriebskosten. Und das ist das erste Mal in fast 10 Jahren, wo ich hier wohne, wo ich meine Betriebskosten nachzahlen muss. Ich habe aber auch, letzten Winter muss ich auch sagen, habe ich übertrieben wegen den Pflanzen auch. Jetzt weiß ich ja, wie ich das diesen Winter definitiv anders mache. Ich habe mir so eine digitale Anzeige, kann ich euch mal zeigen. Finde ich mega geil, das Teil. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, klar gibt es sowas, aber Jessie lebt ja wie immer hinterm Mond. Kann ich euch mal zeigen. Habe ich mir bestellt und dann habe ich auch eins natürlich für Holger mitbestellt. Der hat eh nur eine Heizung. Nicht billig, die Dinger auf jeden Fall. Diese super Kamera. Mit digitaler Anzeige. So Thermostatendinger. Für nur 80 Euro. Eins habe ich, wie gesagt, Holger geschenkt. Bei ihm ging das innerhalb von 2 Minuten anmontiert. Bei mir war es ein halber, war Krise auf jeden Fall. Ich weiß ja, wie es geht. So ist es ja nicht, ne? Aber ey, das ist mega geil. Du kannst auch sogar die Dinger programmieren, wenn du willst. Oder auf dem automatischen Modus anmachen. Mache ich natürlich nicht. Weil jetzt mache ich meine Heizung garantiert noch nicht an. Aber die Dinger sind, würde ich jedem empfehlen zum Energiesparen auf jeden Fall. Weil da kannst du am Rädchen ganz einfach drehen und sagen, so, ich möchte diese 20 Grad haben. Oder auch mehr. Und bei manchen Heizungen, so wie meiner, die braucht Ewigkeiten, bis sie anheizt. So, und da weißt du ja immer nicht, ist es jetzt warm oder ist es nicht warm. Dann bollerst du auf einmal zu viel durch, dann wieder nicht. Und so kannst du es wenigstens einstellen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
Bei Holger ist umgedreht. Alter, wenn du seine Heizung anmachst, die, bium, Alter, die startet wie so ein Raumschiff und die bollert durch, da geht gar nichts, ey. Da ist gleich 50 Grad in der Bude, so ungefähr. Ja, so, und das war's. Ich würde euch manchmal gerne noch mehr erzählen, aber es gibt so gewisse Dinge, die kann ich auch einfach nicht erzählen, weil ihr müsst ja immer bedenken, in meinem engsten Kreis, sag ich mal, an Menschen, die ich kenne, die ich sehr, sehr lieb habe, die möchten das nicht, dass ich sowas im Stream erzähle. Und deswegen kann ich auch nicht immer alles erzählen. Und ich will es auch nicht. Also im Punkt, ich könnte euch, wie gesagt, einiges erzählen, was so bei mir passiert ist in der letzten Zeit und so. Aber da das oftmals die Personen betrifft, kann ich euch dahingehend nicht alles erzählen. Ja, sehe ich auch so. Naja, gut, ich habe mich im Internet immer ziemlich öffentlich präsentiert. Also ich bin ein offenes Buch, sage ich mal, über mich, über meine Person. Es gibt zwar, also die meisten denken immer, sie wissen ziemlich viel über mich, aber es ist halt nicht so. Und ich gebe mich aber so, ne? Dass ich ziemlich offen bin und auch Fragen beantworte, wenn ihr was wissen wollt. Ich erzähle es ja meistens eher von mir selbst, aber wenn es um andere Personen geht, dann erzähle ich halt nichts. So. Es ist ja auch nichts Schlimmes oder so, aber da es jetzt ja sehr privat ist, so was die letzten 3 Wochen betraf und warum ich nicht gestreamt habe und so weiter und so fort. Ich meine, Wolli, du warst ja am Anfang nicht da. Ich habe gesagt, ich habe in der ersten Woche eine Depression gehabt. Und davor hatte ich ja auch schon Burnout gehabt. Aber wirklich, so das erste Mal im Leben Burnout. Noch nie vorher gehabt. Das war ein paar Wochen davor. Da habe ich aber noch normal gestreamt. So, da merkst du es erstmal richtig. Und das betrifft ja nur mich erstmal in erster Linie. So, und ich glaube schon, dass wenn das einem nicht so am Arsch vorbeigeht, dann sollte man sich schon mit meinem Leben, mit seinem Leben befassen. Natürlich in dem Fall mein Leben, genau. Und mir geht es halt auf den Sack. Und wenn mir etwas auf den Sack geht, dann muss ich das ändern. So ist es halt einfach. Und entweder ich mache das mit mir selbst aus, was ich gerade auch wirklich tue. Klar, ich suche mir zwar Hilfe, ja, aber ich glaube im Endeffekt, drüber reden hilft auch. Aber zum Beispiel, was ich festgestellt habe, ich versuche das immer so wiederzugeben, dass ihr es auch versteht. Es ist echt schwierig. Ich laber so ein Gefasel so, ne? Zum Beispiel habe ich gesagt, also nach dieser Depression habe ich mit Menschen gesprochen, die mir sehr nahe stehen, wie gesagt, und das hat mir nichts gebracht. Ich finde es in dem Falle, wenn es einem nicht gut geht, sollte man sich fremde Personen suchen, neutrale Personen, die einen vielleicht auch noch nicht mal kennen. Und da wäre es dann in dem Fall therapiemäßig, professionell, wie auch immer. Aber für mich ist es so, dass da die Resultate, die daraus gekommen sind, definitiv effektiver waren, als wenn ich mit meinen engsten Verwandten oder ich nenne sie jetzt mal Verwandten oder Freunden geredet habe. Da hat mir das überhaupt gar nichts gebracht. Ich will jetzt nicht sagen, da rein, da raus, aber da es gab null Effekt. Und im Endeffekt bespricht man dann Themen, die man schon mal besprochen hat, weil das nichts Neues ist manchmal auch, ne? Dann solltest du was ändern, Wally. Schön, dass du es mit mir mitteilst. Es scheint auf jeden Fall etwas zu sein, was dich stört. Ich habe es ja, ich sag mal so, das, was ich vor mir geschoben habe, schiebe ich ja auch nicht seit gestern vor. Abgesehen von der Depression, die ich jetzt so krass gemerkt habe, so in dieser einen Woche, ne? Aber ich sag mal so, ich glaube, dass eine Depression aus mehreren Perspektiven resultiert. Also sowas kommt ja nicht von heute auf morgen. Sondern das sind Stresspunkte, die man hat, die einen ganzen, jeden Tag alltäglich begleiten. Und dann auf einmal ist sowieso ein Cutdown und so weiter. Und bei mir waren es definitiv ein paar Punkte, die ich jetzt schon abgelegt habe, Gott sei Dank, die mir das Leben erleichtern. Aber ich will definitiv jetzt komplett aufräumen. Und ihr wisst ganz genau,
das ist, ich weiß gar nicht, da müsste Rumpelstilzchen mitreden, der weiß es, glaube ich. Ich war damals, wo mein Hund gestorben ist, auch in einer Einrichtung. Und ich habe gedacht, dass sie mir geholfen hat. Jetzt im Nachhinein, wo ich drüber nachdenke und so weiter, hat sie mir ein Stück weit geholfen. Natürlich, über den Trauerpunkt zu kommen, da hat sie mir geholfen. Aber um komplett abzuschließen, so wie ich es jetzt habe, definitiv nicht. Und ich habe das die ganze Zeit mit mir rumgetragen, ohne dass ich es auch so wirklich wusste, ohne dass ich das wahrgenommen habe. Ja. Wie gesagt, Wolli, rede mit einer fremden Person drüber. Therapiemäßig meine ich natürlich. Zum Beispiel, ich rede mit einer Person, die noch nicht mal Psychologin ist. Es ist eine Frau. Es ist zwar auch irgendwo eine Therapeutin, aber es ist keine anerkannte Psychologin oder so, Psychotherapeutin, wie es heißt. Sie ist eher Sozialpädagogin. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber sie ist keine Psychologin, zumindest in dem Sinne. Aber sie hat mir schon in vielen Dingen so weit geholfen, das ist der Wahnsinn. Und manchmal bin ich auch nur so rausgegangen aus dem Zimmer und habe gedacht, Mensch, hatten wir jetzt gerade ein Kaffeekränzchen? Und 2 Tage später hat es Klick im Kopf gemacht. Keine Ahnung, woher das kam. Ich weiß nicht, so aus dem Heiteren nichts. So, und da habe ich gesagt, Alter, das ist Hexenkunst, ey. Wie auch immer das gerade funktioniert hat, ich gehe wieder hin. Also ich bin begeistert auf jeden Fall von ihr. Und sie macht noch nicht mal was. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich, Wally, ich gebe dir recht, wenn du jetzt sagen würdest, guck mal, ich habe ja vorher schon einen Psychologen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals im Stream erzählt habe. Der eine ist jetzt mittlerweile verstorben, aber also fangen wir mal mit dem ersten Psychologen an. Und zufälligerweise kennt ein Bekannter den auch. Bei ihm hat er total gute Effekte gehabt. Bei mir habe ich nur gedacht, ey, nach der fünften Sitzung, ja, wann fangen wir denn jetzt nun endlich mal an? Der hat mir nach der fünften Sitzung immer noch erklärt, wie Therapie funktioniert. Wo ich dann gesagt habe, ey, Alter, willst du mich verarschen? Tee trinken kann ich auch woanders. So, der war definitiv nichts für mich. Moin, kleines Wölkchen. Schönen Abend wünsche ich dir auch. So, der zweite. Das war der Oberbrüller. Ich habe das auch. Ist hier irgendwo noch das Fenster auf? Ich muss gleich mal gucken gehen. Das irgendwie zieht es hier. Ich bin der Meinung, ich habe aber alles zu. So, dann der zweite. Der war der Oberbörner. Und wenn ich das jetzt nachhinein anderen Leuten erzähle, wo ich gesagt habe, was soll das denn für ein Psychologe gewesen sein? Der ist regelmäßig in unseren Sitzungen, also nicht bei jeder Sitzung, aber man sagt ja so, ich glaube, eine Sitzung war mal 45 Minuten, der ist nun wieder eingepennt. Immer so ein bisschen so, und dann hing er wirklich so. Und dann habe ich mal auch minutenlang nichts gesagt, ne? Hab mich dann im Raum angeguckt, hab mir gedacht, oh, ich könnte ja eigentlich eine rauchen gehen, so. Ich habe mich komplett, Digga, ich habe mich komplett verarscht gefühlt, ne? Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Ich sage, Herr, ich sag, wenn Sie irgendwie zu viel Stress haben oder zu überarbeitet sind, ich gönne Ihnen auch gerne eine Auszeit, aber es wäre schon ganz schön, wenn Sie in meiner Sitzung anwesend wären. Nee, 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 ich meditiere. Ich was? Was? Ah, oh mein Gott, ich gehe mal kurz gucken. Nee. Ich habe unter meiner Tür immer so einen kleinen Türstopper, wahrscheinlich, weil der nicht davor liegt. Das zieht hier manchmal durch das ganze Haus. Ich habe hier eine Pflanze umgestellt, deswegen steht hier gerade nichts. Naja, auf jeden Fall habe ich mich komplett verarscht gefühlt. So, und Wally, wenn wir jetzt von diesem Ausgangspunkt gehen, war meine Erfahrung mit Psychologen nicht so gut. So, und dann habe ich natürlich immer gesagt, so, ja. What the fuck? Warum soll ich jetzt mir den Stress und die Mühe machen, nochmal zu irgendeinem Idioten gehen und mich da vollsabbeln lassen? Naja, und ich bin, wie gesagt, da wo ich jetzt bin, sag ich mal, bin ich ja gut aufgehoben. Auch wenn es keine Psychologin ist. Und ich bin da nur durch einen sehr, sehr guten Freund draufgekommen. Und das war jetzt Glückssache. Aber ansonsten würde ich sagen, war meine Erfahrung eher scheiße.
So, und aber ich würde trotzdem empfehlen, anderen Leuten sich trotzdem Hilfe zu suchen, egal ob es jetzt ein Psychologe ist oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, natürlich. Aber es war absolut lächerlich, ne? Also ich habe mich komplett verarscht gefühlt. Also wirklich. So, und jetzt wie gesagt, ich bin begeistert. Also für mich war der erste Effekt, dass sich ein Schalter umgelegt hat bei mir und dann noch ein zweiter, noch ein dritter. Jetzt warte ich noch auf den vierten. Aber naja, auf jeden Fall mache ich Fortschritte. Und das ist dann für mich, ja. Und ich möchte dann irgendwann wieder fitter für euch sein und wieder performen hier. So. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt 1 Stunde mehr, als ich eigentlich gedacht habe, gesabbelt. Ich werde jetzt mal wieder mich verpieseln. Auf unbekannte Zeit. Ich will nur nicht, dass mein Kanal auch so still wird hier, ne? 3 Wochen ist schon eine lange Zeit. Ist aber auch Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, ohne dass du es merkst. Ich habe heute das erste Mal wirklich geguckt, ne? Wie lange ich jetzt schon nicht mehr gestreamt habe. Und gedacht so, wow, 3 Wochen. Und ich meine, das kommt ja bei mir echt selten vor. Ja. Aber ich finde es immer wieder gut, dass meine Süßis immer noch bei mir bleiben und sie mir das verzeihen. Es gibt ja manche Leute, die würden einfach weitermachen und dann ihre Fassade auflegen und fertig, ne? Aber nee, dazu habe ich keinen Bock. Ihr wisst ganz genau, ich bin der Typ, ich streame dann, wenn ich Lust habe. Ich spiele das, wozu ich Lust habe und fertig. Und ansonsten brauche ich den Stream nicht anfangen, weil ich bin kein Mensch, der damit Geld verdienen will und nicht an Reichweite. Nee. Bin ich nicht der Typ für. Gut, und in diesem Sinne würde ich sagen, habe ich lange genug gesammelt. Viel zu viel erzählt, würde ich sagen. Und jetzt haue ich wieder ab. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Ja, oder Wolli, würde ich auch sagen. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ihr da gewesen seid. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Woche, sage ich jetzt erstmal, ne? Ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. Und ich schaue hin und wieder mal auf Instagram rein. Vielleicht mache ich auch wieder Stories demnächst. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich bin auf jeden Fall nicht weg. Das ist der springende Punkt. Ich bin bald wieder da. Irgendwann. Danke. Wünsche ich euch auch. Schönen Abend. Haut rein. Ciao, ciao.